Moin Moin und willkommen zurück hier bei X-Men Origins Wolverine. Wir waren an dieser Stelle, wo ich da oben gefangen genommen wurde. Ja. Wie nennen die das? Ups. Ja, kein Quicksave. Haben wir schon gehört. Das ist langsam ein bisschen viel, ne? Mit dem Anhören hier, ich meine. Nichts verpassen und so. Ich glaube nicht, dass mir jetzt 20 Minuten rumläuft und nichts passiert. Ja. So, was mache ich jetzt? Müssen wir so einfach versuchen, oder welche? Ja. Wie stellen wir das an? Gehen wir mit Laservisier richten mehr Schaden an. Ja. Macht total Sinn. Upsala. Das ist schon schlecht. Sind die hier das große Hindernis? Also, kann ich die gleich noch drücken? Sieht so. Ach! Okay. Ja. Ja. Schlauer haben. Ich kann das natürlich nicht bewegen. Solange ich da bin ich wohl nicht. Oh. Achso. Ja gut. Ich werde von alleine zurück. Ja. Muss ja doch gehen, ne? So. Lauf, Logan. Jetzt nicht mehr, oder was? Doch. Wer baut sich sowas hier hin und warum? So, oh, wie unauffällig. Das ist eine Kamera, die man auf einmal nicht mehr drehen kann, weil der oben auf den Schacht gelockt ist. What the hell are you doing? I heard something up there. All Viper squads, rendezvous at detention area 6. Pissing themselves over Weapon X. Let's move. Too bad that son of a bitch wasn't here right now. I know just how it'd go. You looking at me, Weapon X? Yeah, you better look away. Oh, for God's sakes, get off your knees and stop begging for your life. It won't do you any good. Weapon X doesn't scare me. Oh, keine Angst vor Weapon X, naja. Schutzschildsteuerung. So, okay, ich muss also. Ist hier hin? War eigentlich nur im Schatten zum hinteren Land. Yay. Tschüss. Laptop. Personal log. Dr. Carol Frost. A test subject was brought in to me today. He spoke, which is incredible considering the amount of sedatives he was given. It was difficult to understand him, but it sounded as if he wasn't a volunteer. He's a prisoner. If that's true, then I need to rethink what I'm doing here at Weapon X. Ich sagte gerade, heute kam ein Patient rein, der sehr stark nackt unter Schmerzen und Betäubungsmitteln stand, trotzdem noch sprechen konnte. Er gesagt hat, dass er nicht freiwillig da ist. Jetzt überlegt sie, ob sie denn hier, ob sie hier weiter arbeitet. So. Ja, und für jemanden, der keinen Healing Factor hat, ist das natürlich ist nur eine Fleischwunde, ne? Aber ich würde sagen, es ist tödlich. Ne? Man verliert ziemlich schnell ziemlich viel Blut. Man sieht schon da jetzt, durch die Rippen schimmern, durch das Loch schimmern,
die, na, viel Sinn? Ja, hier sieht man es gerade, hier sieht man es gut. Dass er jetzt ein Adamantium-Skelett hat. Sehr geil, auf jeden Fall. Batterie. War das nicht im zweiten X-Men Origins-Film, dass er seine Heilkraft verliert? Aber wohl, ne? Vitalität steigert deine maximale Gesundheit. Du hast am Mut dagegen gewonnen. Ja, möchte ich jetzt schneller regenerieren oder möchte ich schneller mehr Gesundheit haben? Das ist die Frage. Wenn lange Gegnerstrom kommt von einer gewissen Stärke, da wäre das ist Regeneration wahrscheinlich besser. Mit kleinen Pausen zwischen quasi zwei Faustheben zu regenerieren. Aber wenn man große Massen auf einmal hat, dann braucht man natürlich mehr Gesundheit. There's not much time. Place your arms in that machine. Restraints engaged. Hey! Relax. This will reactivate your healing abilities. Open up! Open the door! Oh no, they're here already. I have to go, but I'll meet you at the neurochemistry lab. Good luck, Logan. Phase one complete. We killed the bastard! I can't believe it! He's dead! Yeah, we did it! Target is down! Command! Weapon X is dead! I repeat, Weapon X is dead! Hey, somebody take my picture! You sure send me a copy. Shit, he's alive! Let's go! Let's go! Ja, erstmal ein Selfie machen. Zack! Bam, bam! Blutlos! Blutlos! Gehst du auf den Sack hier, komm! Kommt doch alle her! Das sind die Laservisier-Soldaten? Das klingt einfach so, als wenn die dicke Waffe. Ups. Das klang nach einem Ghostbot. Oder haben die das in die hoffentlichen Türen gehört? Was hast du denn da? Oh, hör auf, ich hab ja, haben unsere Heilungsfähigkeit wieder, aber die Sinne fehlen noch. Ja, die fallen immer nicht so auf. Weißt du, wenn hier überall Leute rum. Ey, das ist gar kein Blutsoldat. Das ist ein anderer. Nur zumindest hat er keine Maske auf. Aber der Dschungeltarnsachen, ja. Wenn die überall Leute rumliegen, ja, da fällt so ein Typ nicht mehr auf. Ohne diese Sinne, ne? Wisst schon, was ich meine. So, es geht weiter mit Schnitzel. Komm her! Ich bade in deinem Blut. Durch Dusche eher. Oh, ich muss ganz dringend mal husten. So, keiner mitgekriegt. Und weiter geht's. He's down there! He's on the stairs! Na? There he is!
Was denn der? Zack, 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 zack. Zack. Die lebt immer noch, ne? Jetzt. So. Was? Stücke. So, da war nicht das Vieh. Ach, da war das. Da war... Was war denn hier? Weapon X has been sighted. Smoke him. Roger that. Pop the smoke. Verlierung, ja. Level up Speed. Die Fähigkeitspunkte. Ja. Yum, 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 yum. So. So. Kampfehrung, oder? Was? Kampfehrung, was? Beschiss ist die, was da passt ab jetzt. Toll. Toll gemacht, Spiel. Toll. Fähigkeitspunkte. Fähigkeiten. So, wie habe ich? Was kann ich da aufhören? 100 Clown-Schaden, Aufwertungskosten 4. Mehr Gesundheit. Bessere Wut, Clown-Drehungsschaden. Oder länger? Oder mehr Schaden? Ich glaube, mehr Schaden. Ich mach das mal. Schon praktisch zwischendurch, vor allem gegen mehrere Gegner. Ich muss schon wieder husten, was ist los hier? So. Entschuldigung. Ja, ich sag ja, wir haben die Sinne nicht. Wo ist die schon? Wie ein Wichser, ne? Fies. Dr. Carol Frost. After getting no response, das kann ich normal drücken. Doch. Das ist schon ein Grund, sauer zu werden. Leave while you're still breathing. Was? Ja, ja, müssen. So, mein Hemd ist auch weg. Toll. Was drin? Oh, cool. Was? Schön. Mehr Gesundheit. Schön. So, wirst du jetzt hören. Personal Log. Dr. Carol Frost. After getting no response from Dr. Cornelius about my growing belief that the test subjects are prisoners, I spoke with Captain Stryker. He showed a side of himself I've never seen before. There was a cold anger there, an unreasoning hatred of mutants that I didn't realize existed. While he never came out and said it, I got the feeling that if I brought up the subject again, more than just my job would be terminated.
down, I have to be careful about what I say. Ja, schlechte Striker ist doch nicht so nett. Und sie führt hier so ein bisschen um ihr Leben und sie meint jetzt sich selbst, sie muss vorsichtiger sein, was sie so sagt. Weil sie sich bei Striker darüber beschwert hat, dass die Leute wahrscheinlich eher Gefangene sind statt Patienten. Und sie einfach recht hat. So. Geht's da weiter? Nein. Geht's hier weiter? Nein. So. Wir müssen hier mal weiter. Ja, vielleicht da durch die offene Tür oder hier durch die geschlossene. Ich weiß gar nicht, wo ich herkomme. Kam ich von hier? Nein. Zack, ich hab jetzt den Schlüssel gehabt. Nein! Logan, we have to hurry. Soldiers are on their way. Sit here. This machine will repair your hypersenses. Oh, great. I have to leave, but the procedure will only take a few minutes. When it's done, you can exit through that door. Thanks for helping me, Doc. Logan, there's a little girl locked up in this sector who needs help too. Take her with you. Come on, I don't have time to play babysitter. Please, Logan. She's scheduled for termination. You have to help her. Please, Logan. She needs you. So! Was so stand da von dem Kombo? Und boom! Mann. So. Ruhe! Oh, da kommt der nächste. Halt die Fresse! Wieder Level aufstieg. Yeah, 3 Punkte. So, flieg. Oh! Du hast ja gut getan. Das haben wir auch. Ja, das war nett. Deswegen bin ich der Meinung, dass es nützlich ist. So, mit den wunderschönen Bildern zeige ich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.